Ich brauch Sniper-Munition, das wart mal lieber. Wie so eine blöde Zunge. Da ist einer. Ach so. Ah, jetzt kommt es zu drinnen. Na bitte, Skeltgallenbombe bereits zur Banksprengung. Ich hätte erst reifen müssen anscheinend. Schon die Kotbombe, ja. Zwei so blödes Keckzungen braucht man noch. Ja, voll. Da war ich noch nicht hin. Da ist der Friedhof, da waren wir schon. Ich glaube, da haben wir wenig Chancen. Im Scheiß-Server habe ich 308 Dollar gefunden, auch nicht schlecht. Sniper-Munition war halt immer noch nice. Ich muss den Revolver herhalten. Ja, das ist schön, wenn ich mit anderen Waffen auch mehr Herausforderungen. Wow. Den hab ich gleich. Warte. Bin wieder da, Arschlöcher. Sind wir beide ein bisschen in die Bredouille geraten, hä? Ja, ich weiß nicht, wo ich krieg noch irgendwie Stromschlag. Ja, ich war elektrisiert und dann war ich weg. Aber jetzt haben wir wenigstens die 5 Zungen schon. Jo. Das Dorf wahrscheinlich generell. Jo, genau. Ganz Drecksviech da. Ich rieche köstlich, ja, das ist schon. Ist gut. Der, wo brennt hat. Ja. Wow, 15 Schuss habe ich von der Sniper wieder gekriegt, der Wahnsinn. Die Lambert-Zwillinge 5000 Dollar. Ja, Aufzug, dir traue ich nicht. 8600 Dollar. Der Slapping 25000 Dollar. Bevor du fliehst, aber ich nehme sie auf Tod, wenn die lebenslänglich unterhaltsame Tierbeweise von ihrem Ableben bringen. Ja. Der Banksprenger. Daltons. Ja.
Leben an einem meiner Geisen verwandelt. Wenn ich bedenke, wie langweilig es hier sein kann, hoffe ich auf Letzteres. Willkommen in Lynchwood. Das war G, hä? Mhm. Was haben wir jetzt mit Oli da hier? Naja, für was gibt's einen Raketenwerfer? Ja, jetzt hab ich den Zug zusammengefahren. Super, weil ich in Gleise gelaufen bin. Ich möchte gar nicht wissen, wie groß ich sein muss. Nein, ich möchte. Nein. Fisch gehalten. Alles drauf. 120.000. Oh. Fahrt mit der eiskalt der Zug zusammen. Was glotzt du? Und ihr lacht dann noch, weißt du? Und schaut, dass er sagt: Nein! Ich kannst du das machen, du kannst mich nicht allein lassen. Na, er lacht. Ich hab ja noch nicht gehört. Was? Dass der Gegner sagt: Hey, den Kerl wollte ich selber umnieten. Oh Gott, Hilfe! Gnadenschuss. Sehr freundlich von dir. Mein Herzenssymbol hast du im Kopf. Ja. Super. Ich hab dir insgesamt schon 30 mehr reanimiert, ja. Ich kann's gar nicht sehen. Na, weil ich gerade einen Erfolg gekriegt hab. Sei gut zu deinen Mitmenschen. Ein Bankraub. Jetzt wird's interessant. Schnappt sie euch, Jungs. Dieser Schlamm hat die Bank geknackt. Plündert ihren Laden und töten den Idioten. Ach, scheiße. Was, Leute? Oh ja, wieder mit seinen Säurewaffen da. Oh. Hast du die Kohle? Dann verschwinde aus der Stadt, Slap, bevor der Sheriff ihre Leute auf dich hetzt. Na, erst müssen wir noch das Viech futtern. Das ist wichtig. Ich lauf einfach durch und du tötest die Olibo auf, Scheich. Ja. Ah, da ist schon wieder Zug, da muss ich wieder aufpassen. Oh mein. Du vom Zug überrollt ist nicht unbedingt lustig. Schön, wie du sie auf dem Rücken gewälzt. Oh. Mich die Assing. Ja. Oh, ein bisschen essen. Der Racker ist inzwischen viel zu groß für seine kleine Behausung. Schätze, es wird Zeit, dass du eine neue Unterkunft für ihn findest. Der Sheriff führt demnächst eine Säuberungsaktion in der Stadt. Also das war in unserer Partnerschaft nicht abgesprochen, ja, dass wir jetzt so ein Viech haben. Ich weiß nur, dass sie mich gezwungen hat, hilf Sheriff. Da hättest du mit mir reden müssen. Ja, dann musst du leider uns verlassen. Ach, entscheidest du lieber. Ja, okay, gut, wenn er sie so wälzt, gut, ich verstehe. Dann müssen wir übrigens aus der Stadt verschwinden, nur so zur Info. Ja, der braucht ein neues Zuhause. Wo möchte denn hin? Das war nicht der nächste Weg. Aber okay, Tierrettung ist wichtig, daher. Eben, das Spiel, dass du da sitzt. Ich glaube, wir müssen in die Mühe ein. Und ich ganz sicher auch nicht. Ja. Also, haut ab, rettet euch! Räume die alte Mine, da hast du deine Mine. So, jetzt macht das auch einen Sinn.
Ja, ja, war ja easy, oder? Ja. Bleib stehen. So eine Arena kannst du besonders machen. Ja, jetzt haben wir was Gutes getan. Und dann ein Schild. Was bringt mir cool, ey? Ein Schild. Ja. Der Ding schon wieder nur ans Geld. Ja, Gegenstand, der wird nicht viel bringen. Vielleicht sehen wir irgendwann wieder den kleinen. Ich hoffe. Der kleine Rocker. Habe ich schon ins Herz geschlossen. Aber schön, wie er gewachsen ist, gell? Ja. Ich hab eigentlich erwartet, dass jetzt nochmal Stufen zulegt. Ja. Aber wie er sich dann schön am Rücken so umeinander gewälzt hat, das war schon süß. Was musst du dir für deine Katzen herkennen? Oh, hör mal auf. Wieder Belagerung ist, dann liegt die Lille liegt auf dem Kopf drum, der Koder liegt auf dem Bauch. Da braucht ihr am besten vier Arme. Und dann kommt der Konkurrenzkampf. Wen habe ich jetzt eh mehrere gestreichelt oder nicht? Ja, schon. Und momentan, der Koder ist ja erst 2 Jahre alt. Momentan versucht der Koder natürlich die Herrschaft irgendwo zu erreichen. Aber Till ist aber die Straßenkatz. Da hat er keine Chance. Na. Bei ihm merkt man einfach komplett, der ist mit der Hand aufgezogen worden. Also da bin ich ja alle 2 Stunden mit der Milchflaschen da geguckt. Und hab mit der Katzenmilch gefordert. Das merkst du total, der ist ein völliger Depp. Der hat nicht einmal einen Tag draußen überleben. Das ist ja der Mädel vom Land. Lilly war halt eine Straßenkatze, die was halt abgefahren worden ist und liegen lassen worden ist. Mit dem Hüftbruch. Hm. Ja, die habe ich dann. Ist von daher schon dankbar. Hübscher Bankraub, da will ja. Ich dich mal nicht lumpen lassen. Jungs, hinterher! Jetzt versteck das Geld, sonst hören die Männer des Sheriffs nie auf dich zu suchen. Such ein geeignetes Versteck und meine Jungs holen es später ab. Keine Sorge, wenn alles vorüber ist, zahle ich dir sogar mehr, als du aus der Bank geholt hast. Verdammt! Oh, Waffenwechsel wieder mal. Munition alle. Alter, wo kommst du her? Na endlich. Scheiß Viecher da. Der Vieh kann da nichts dafür. Die nicht. Ja, und seitdem sind sie jetzt sehr, sehr anhänglich. Ja, das ist ein gutes Versteck. Super. Einfach eingelegt. Im Autoreifen, ja. Da schaut nie einer nach. Der Sheriff führt demnächst eine Säuberungsaktion in der Stadt durch. Und nein, auch ich kenne nicht ihren richtigen Namen. Ich weiß nur, dass sie mich gezwungen hat, im Sheriff zu werden, dass sie mir eine Höllenangst einjagt und dass ich hoffe, dass sie das nicht hört. Nein! Ich bin im Jetzt. Oh. Oh, Munition wieder alle. Ja, Munition war halt nicht verkehrt. Wo sind denn jetzt hier? Ja. Warum fahre ich schon wieder, Obi? Hab ich genossen. Ich komme auf die Rampe auf. Ja, bist du da? Ja, jetzt, nachdem ich 2 Mal Obi gestoßen worden bin. Ja, irgendwas hast du schon wieder am Laufen da. Na, du wirst mal das falsche Bandel nehmen und das andere Strumpfwurf. Ja, ja, irgendwas hast du schon wieder am Laufen im Hintergrund. So ist mir nämlich vorhin gegangen. Naja, ja.
Da. Na, du hast nicht was Besseres verdient. Oh, Mann. Geht doch, hä? Na, nicht schon wieder. Das war ein Hochgenuss. Komm, gib mir die Zone. Ich hab ja auch gehört, ja. Na, schießen die Viecher so. Schau mir, ob ich da noch Munition finde. Ja, für die war klar. Rick hatte schon immer einen Sinn fürs große Drama. Hat ein Riesenspektakel veranstaltet, das aus meinem Knast ausgebrochen ist. Hat ihn in die Luft gejagt und Jack und mir Rache geschworen. Meinte, wir hätten ihn erst zum Banditen gemacht, weil wir seinen Köter umgebracht haben. Zwischen uns beiden sollte die Sache viel einfacher ablaufen. Entweder ich sterbe oder du stirbst. Melde dich, wenn du bereit bist für den nächsten Job. Wenn ihr also wieder mal jemanden mit einer Schlinge um den Hals nach Luft japsen seht, ja, dann laufen wir mal hier. Bei dir steht jetzt verächtlicher Spion. Ja, das steht bei mir jetzt auch da. Ja. Super. Ja. Drop den unbedingt zu meinem Ruf bei, hä? Oh mein, jetzt haben wir schon wieder welche. Wer nun? Das Futter hat mich getötet, ja. Das glaube ich auch. Njam, 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 njam. Ich tue den sparsam mal schießen. Ah, ich hau voll drauf. Ich sammle eh wieder für die Munition ein. Ich krieg ja nix. Ich merke aber nichts davon. Was merkst du schon wieder, hä? Ein Drache. Scheißdreck. Zettel schon wieder ein Streit da. War noch nicht mehr rund, oder schon auf den Schuss. Ja, ja, ja. Bombe. Erst einmal nachladen, Sniper. Das dauert. Wo bist du? Hey, der Cheat, der schießt doch bei mir durch den Wind. Bei mir steht er irgendwo auf so einem Vorsprung. Oh. Ja. Achso, durchschießen. Ja. Bist denn du? Da wurden wir unten, bei mir am Gleis. Ah, jetzt halt. Irgendwas hat's bei dir zerrissen. Oh Gott, das schon wieder. Da haben wir noch 18 Schuss, da haben wir noch 12 Schuss. Ja. Ja, den hab ich jetzt mit dem Headshot weggeholt, passt schon. Ach, Sniper hab ich noch.
Haben wir jetzt aber ja, langsam eng. Ja, bei mir, also ich laufe schon am Limit. Es wäre Zeit, dass ich was einkaufe. Hast du mir einen Haufen verkauft? Bist du soweit? Ja. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Schau mal, wo uns die Reise hinführt. Aha. Der Mann, der was haben wir denn noch? Rede mit Rocco. Hey. Weiter geht's zu. Autsch. Mal legt die auch langsam noch, Leute. Ach, da kommen wir ja, das passt schon. Ja, schon lange im Auto gefahren. Was? Haben wir schon da? Ja, wenigstens da haben wir eine von. Wenigstens die so. Au. Die sind Fahrer. Ja, leben am Limit. Nicht LOL, sondern LOL. Hey, Rocco. Hab Arbeit für dich. Hey, dein dämlicher Kammerjägerkumpel ist da, Brick. Schnauze, Rocco. Okay, Slap. Eine Hyperion-Lieferung für Jack ist versehentlich auf unserem Gebiet gelandet. Jack will sie vernichten, damit wir sie nicht kriegen. Du musst ihn aufhalten. Nimm Roccos Flaggen. Ja, und dann? Okay. Das sind Beine wahrscheinlich. Das ist eh so friedlich da. Ja. Ja, ich kenn die. Komisch, dass du da oben drauf schießt und ich nicht. Ja, weil ich kenn die. Ah ja. Deswegen bist du der schlechte Mensch jetzt geworden. Schlechte Mensch. Ja. Hast du schon ein paar Mal probiert. Ich habe einige Hauptverteidigungspunkte markiert. Statte sie mit Flaggen aus, damit meine Slabs wissen, wo sie hin sollen und welche Waffen sie brauchen. Das ist ja easy. Mhm. Hey. Was? Ja.
zu dem fetten Geschütz auf dem Hauptturm. Ja, das ist ja ein Job für die. Die sind ja in der Hauptturm. Okay. Da kommen sie, Slam. Halt die Bots von der Frachtkiste fern. Nein, nicht mehr. Nein. Es ist Ando. Ah, komm her. Die haben die Kiste in die Luft gejagt. Was? Vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Was? Was? Ich weiß nicht mehr, was für Kisten überhaupt. Achso, der hätte die Position wechseln müssen, nicht der wahrscheinlich. Warte, ich hol die Quest nochmal. Schau, das ist schon ins Trümmerfeld. So, jetzt hey, mal wieder. Dein dämlicher Kammerjäger-Kumpel ist da, Brick. Okay, Slab. Eine Hyperion-Lieferung für Jack ist versehentlich auf unserem Gebiet gelandet. Jack will sie vernichten, damit wir sie nicht kriegen. Du musst ihn aufhalten. Nimm Roccos Flaggen. Ja, hallo? Ich habe einige Hauptverteidigungspunkte markiert. Statte sie mit Flaggen aus, damit meine Slabs wissen, wo sie hin sollen und welche Waffen sie brauchen. Was haben wir jetzt genau falsch gemacht? Ja, ich hätte von dem Geschütz am Ober müssen und zum nächsten. Was so? Wo die gespawnt haben. Sieht gut aus. Jetzt geh rauf zu dem fetten Geschütz auf dem Hauptturm! So. Ja. Ja, warte, ich steig nochmal aus. Da kommen sie, Slam! Halt die Bots von der Frachtkiste fern!
Was aber? Du bist genau auf dem Geschütz gelandet, Depp. Also das Geschütz ist weg. Super. Scheiße, der Sanna. Au! Der Sniper ist aber gut. Ja, geil, dass ich schnell nächste Munition holen will. Gleich mal auf. Ja, ich steck fest. Super. Was hast du denn? Ja, uns ein anderer. Au! Aber den schau ich noch. Das ist ein Badass, also. Das war der letzte. Mal sehen, was sie uns partout nicht überlassen wollten. Nicht mehr so viel. Mir geht's gut. Ja. So. Okay, eine Frachtkiste. Aha, die sind abgeschützt. Jetzt war sie dieser. Bist du eh klein, Level 29 wahrscheinlich. 28 bin ich. Meine ja 28, meine ja. So, das haben wir. Oh, das ist schnell gegangen eigentlich. Was mit uns geht. Ja. Also der Revolver leistet mir gute Dienste, hätte man nicht gedacht. Oh, mein Sniper hat mich sehr überrascht. Gut schaut macht. So, Munition noch mehr aufgefüllt. Wo laufst du hin? Ja, da liegt noch Zeug. Lithium. Munition. Oh, da liegt noch viel Geld. No, dann haben wir es eigentlich. Ja, die Kleptrepp-Doppelfolge wird schon was werden, du. Ich glaube, die wird es nicht gehen. Ah ja, warten wir mal. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Weil die Story so ist Athena die Hauptfigur. Also einer muss auf jeden Fall Athena spielen. Machen wir in der Doppelfolge. Einmal mit dem Kleptrepp und einmal mit der Athena. Ja genau, mach ich noch mehr Aufwand. So, ja, klar. So, ich will meine Fähigkeiten.
hier gehen. Bin ich schon 28. Ja, bin ich schon 28. Oh, feine Pinkel da. Ist schon recht. Ich kann ran, oder? Ja, ja. So, dann nehme ich nochmal noch Sanctuary. Und dann? Und dann sehe ich keine Nebenquest mehr, zumindest keine attraktive Nebenquest. Das haben wir bloß noch die drei Zeitaufgaben da. Erst einmal verscherbeln. Mutter, ja. Jetzt müssen wir schnell schauen. Ein Banditenangriff wäre jetzt gut. Frisch. Starten. Jetzt fängt der Doge wieder an. Ja, ich muss ja meinen finanziellen Verlust wieder auffangen. Du hast eh kein Geld in dem Spiel. Selbsttragbare Klinik. Was kann ich für dich tun? Ui. Die Frage quillt, für welche Sicherheit schwer fällt der Vergleich. Die Frage quillt, für welche Sicherheit schwer fällt der Vergleich. Bis bald, bestimmt. Jetzt wäre es noch schnell mal ein Dampfer. Dann schauen wir weiter. Ja, mach das.